Ja, und da sind wir wieder. Ich musste gerade mal. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt ohne Ton war. Mein USB-Hub hat da ein wenig gesponnen und hat also mein Mikro abgeschaltet, hat mein Lenkrad kurz abgeschaltet. Das habe ich jetzt in letzter Zeit immer ein bisschen häufiger. Ich hoffe, dass das nicht gleich nochmal passiert. Ja, jetzt stelle ich gerade fest, wir machen gerade unseren ersten Aufenthalt in Poznan. Kein Problem. Ich will aber nicht drehen, ich will auf die linke Spur rüber. Ich will gleich links abbiegen. Okay, das ist jetzt blöd. Das war eine Ausfahrt zu früh. Ah, Kreisverkehr. Ja, zieh einfach rüber. Ist schon okay. Ist voll okay. Ich hoffe, unsere Fracht hat keinen Schaden genommen. Nein, nur unsere schöne neue Zuchtmaschine. Finde ich jetzt nicht gut, dass der da einfach uns mal so einen kleinen mitgibt. Na egal. Macht das Ganze nur interessanter. So, da müssen wir links. Diesmal stimmt es auch. Ich habe eine Arbeitsagentur entdeckt. Ja, hier können Sie Leute einstellen. Ah, Leute einstellen. Gute Idee. Aber nicht jetzt. Ist nämlich um die Uhrzeit recht schwer. Ich glaube nicht, dass da einer bei der Arbeitsagentur da jetzt sitzt und arbeitet. So. Sind auf jeden Fall gleich wieder auf dem richtigen Weg. Ja, man sollte nicht gleichzeitig Handy gucken und fahren. Es ist definitiv nicht gut. Okay. Jetzt aber hier, hallo, Gas geben. Funktioniert. Klingt auch nicht viel anders, finde ich. Wie bei dem Actros. Fernlicht ist schön. Alles schön hell, wenn hier meine ganze Frontbeleuchtung anspringt.
Ich hätte immer noch gerade eben mein Lenkrad nochmal neu einstellen können. Ich bin nicht ganz so damit zufrieden. Aber egal. So, da kommt die Tankstelle, die wollen wir aber nicht haben. Wir haben einen schönen großen Tank. Da brauchen wir nicht tanken. Haben jetzt ein Viertel runter. Sind gefahren 650 Kilometer, so in dem Dreh. Ja. Dann passt das. Bisschen schnell unterwegs. Hier ist 70, ihr habt es gemerkt. Ab hier ist wieder für die Autofahrer zumindest das letzte Verbot aufgehoben. Das heißt, die dürfen hier theoretisch 100. Wir dürfen 70 laut Navi. Da halte ich mich nicht ganz so dran. Wir wollen ja schließlich auch ankommen. Ich könnte auch die Geschwindigkeitsbegrenzung rausnehmen, dann wären wir noch ein bisschen schneller da. Aber das muss nicht unbedingt sein. Da kommt ein Rastplatz. Da will ich aber auch nicht halten. Ich mache keine Rast. Das wäre ja langweilig. Schöne Gegend hier. Schöne grüne Wiesen. Da steht, glaube ich, ein Bagger. Jawohl. Eine ewige Baustelle wieder hier. Das sieht aus, als wenn wir hier in ein Industriegebiet reinfahren. Welches nicht wirklich auf der Karte verzeichnet ist. Rettern wir mal getrost drüber. Hier ist 50. Und dann sind wir schon durch den Ort durch. Ja, dürfen wieder 70 fahren. Sind mit 90, 20 km/h zu schnell, aber egal. Ich weiß nicht, das Lenkrad reagiert ein wenig zu empfindlich, habe ich so das Gefühl. Egal. Da haben wir eine schöne Brücke, eine Betonbrücke. Da was entgegenkommt und B, hier die nächste S-Kurve kommt, die vielleicht ein bisschen schärfer sein könnte, und da habe ich jetzt keine Lust mit 90 möglicherweise in den Strauch zu kommen. Ich meine, ich bin schon wieder Gas am Geben, bin auch nicht gerade unlangsam unterwegs. Das passt dann schon. So, hier müssen wir wieder abbiegen. Überholverbot, okay.
eine kleine Mautstation. Die ist wirklich klein. Zack. Dankeschön. Gute Fahrt. Danke für Sie auch. Bla bla. Wobei ich das hier ein wenig merkwürdig finde. Vor der Autobahn eine Mautstation. Ich meine, okay, macht auf der einen Seite Sinn, aber naja. So. Bergab ist gut, da kann man schön Schwung holen. Geile Bremsspur. Der hat bestimmt einen Bremsplatten, würde ich jetzt fast behaupten. Wir haben jetzt noch knapp 70 Kilometer, das heißt, wir sind also kurz vom Ziel. Das ist nicht schlecht. Zielort aussieht, was es da so alles gibt. Natürlich eine Garage, die ich kaufen werde. Ob ich die dann bestücken werde mit LKWs und Fahrern, weiß ich noch nicht. Das muss ich mir überlegen. Elefantenrennen. Das sind dann die Momente, wo ich mir sage, da hätte ich jetzt besser die Geschwindigkeitsbegrenzung raus, weil dann könnte ich den jetzt schön mit Schwung überholen. Ich bleibe jetzt mal auf der linken Spur, weil da kommt wieder eine Mautstation. Ist auch einiges an Verkehr unterwegs. Wie schön der links ranfährt. Gib Gas. Zack, 44 Euro werden fällig. Dankeschön, tschüss. Rechts gut. Was war das? Das war jetzt aber komisch. Okay. Keine Ahnung, was das jetzt war. Sehr, sehr komisch. Da fahren wir gleich mal hinter dem ein bisschen jetzt. Eine komische Mautstation. Ist irgendwie mit dem Dachaufbau hängen geblieben oder so? So wie das aussieht. Sah zumindest so aus, als wenn es eine Autobahn wäre. Mal gucken. Ja, aber klar, du musst auch hier runter. Der geht gleich richtig in die Eisen.
es geht gleich hier ziemlich stark rum. Lodge. Theo. Wir fahren nach Lodge. Ja, da ziehe ich doch jetzt auch einfach mal durch. Und wir nähern uns unserem Ziel. Ich sehe es auch schon wieder. Und dann sind wir hier auch schon wieder durch. Da kommt eine Ampel, die steht natürlich klasse da. So. Auch diese Ampel darf mal grün werden, danke. Gdansk. Gdansk. Okay. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. Aber wir sind im Ziel. So gut wie. Jetzt nur noch die Fracht abliefern. Und dann haben wir dann die Tour auch fertig. Da haben wir wieder einen neuen Ort erkundet. Oder einen neuen Ort erreicht, sagen wir mal so. Müssen wir geradeaus. Wir sind auf der Vorfahrtstraße, das heißt, wir können durchziehen. Sind auch am Ende der Vorfahrtsstraße. So. Wird grün. Und dann mal gucken, auf welcher Straßenseite dann rechts ist es. Zimmer und dann werden wir wie immer zack, die einfachere Variante nehmen, weil das ist mir jetzt zu umständlich. Nehmen wir die Verladebereich, dann fahren wir hier einmal so. Einlenken und dann sehen wir da hinten unseren Verladebereich. Da brauchen wir jetzt einfach nur noch gerade drauf fahren und gut ist. Ja, besser geht es doch fast gar nicht mehr. Zack und abkuppeln. Wie sieht es mit der Auswertung aus? Ja, wunderbar. Oh, reicht nicht ganz für. Hätte ich jetzt das andere Abliefern gemacht, hätte ich dann quasi... Nee, hätte auch nicht gereicht. Das waren 15, das waren 75 EPs drauf. Nee, hätte nicht gereicht. Okay, hätten wir das nächste Level. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann bei den nächsten Fahrten bei mir. Und ich hoffe mal, dass ich dann Diablo 2 dann auch wieder ans Laufen kriege. Bis dann, tschüss!